und willkommen zu einem weiteren Folge von Tragesang Online. Das ist mit dem Q7-Video. Quasi die wichtigste Q im ganzen Spiel, denn da gibt es das Q7-Set, was man sich erstmal erfarmen muss, damit man richtig fett Schaden absaften kann. Ja. Er hat eine relativ große Map. Quasi die damalige Map, wo man storytechnisch durch musste, wo damals der Endboss war, weil Herod war ja damals der Endboss zu Level 40, glaube ich, da war das so. Wobei relativ schnell das Atlantis-Update kam, wo dann Gorga der Endboss war. Auch eine schöne Zeit. Allerdings die Zeiten, wo das war. Hallo? So, das war, wie heißt es hier, wo Herold der Endboss war, zu Level 35 oder 30? Ich glaube, zu Level 30 war das Kalis, oder? Zu Level 35 war das dann Herold. Und zu 40 war das dann Gorga. Ja, so war das. Ja, dann hat er halt eine Menge Maps bekommen, beziehungsweise relativ viel Map gelaufen. Aber was im Nachhinein dann doch gar nicht so heftig viel ist. Hier sehe ich jetzt, ich bin jetzt gerade schon vorgespult. Wie viel ich an Essenzen verbraucht habe. 8843 habe ich gestartet und bin am Ende kurz mal rechnen. Wir rechnen 8843 minus 8574. 269 Essenzen. Das ist allein schon für Vor-Release 209 echt gut. Also für Release 207 ist das schon echt gut. Bin ja mal gespannt, wie krass das dann mit dem Video ist, wo ich den ganzen Boss machen werde. Wie wenig an Essenzen man jetzt überhaupt noch verbraucht. Würde mich halt stark interessieren. Halt wirklich sehr, sehr interessieren, denn obwohl, ich glaube, ich kann sogar eigentlich direkt nachgucken. Wobei, teilweise habe ich mich ja schon gespoilert. Zumindest, auf jeden Fall habe ich mich gespoilert schon bei Q9. Dann habe ich heute nämlich ein paar Runs gemacht. Weil ich die auf Gold spielen wollte. Ja, hat so semi-gut funktioniert, weil dann die ganzen Leute keinen Bock hatten, mit mir zu spielen. Also so, ja, wir spielen mit dir und dann so, ja, ich muss dann doch weg, tschüss. Und beziehungsweise dann hat man eine Gruppe gefunden, man farmt da, keine Ahnung, fünf Runden und dann haut einer ab so, ja, danke, thanks for the rant. Und eine lebt in die Gruppe und 3 Sekunden später ist die Gruppe weg. Sobald einer lief, sind alle weg. Wo ich mir denke so, ey, aber der beste Typ, der beste Spieler der Gruppe ist schon noch in der Gruppe. Also ich. Wow, ist das arrogant. Na, trotzdem ist halt so. Ist halt noch in der Gruppe. Weißt du, wir können noch weiter farmen. Weißt du, ich brauche dann auch nur einen komischen Mitspieler, damit der ganze Scheiß für die Gruppenrangliste zählt. Ja, und zur Zeit ist auch aktuell die 4. Challenge am Laufen. Hatte ja gesagt, dass ich da vielleicht ein Livestream zu mache. Nee, habe ich dann halt eben nicht. Allein aus dem Grund, weil das ist alleine zu machen echt langweilig. Und habe ich gesucht auf ein paar Leute, mit denen ich das machen kann. Aber nicht wirklich was gefunden. Und jetzt, werde ich wahrscheinlich erstmal wieder warten auf eine Gruppe. Ich meine, ich habe mir noch ein bisschen Zeit. Geht ja sogar 4 Tage, was abartig viel ist, wenn man überlegt. Also quasi, solange das Dragon-Event noch geht,
geht das auch. Ja. Geht dann halt auch noch das Mini-Event. Was gibt's da so Tolles? Ja, also einige werden halt mega wahrscheinlich auf diesen Radiant Gem Pack, also den strahlenden Edelsteinbeutel, schielen. Denn die denken sich so, oh geil, ich brauche 5 Steine, aber oh, das Einzige, warum ich das spiele, sind halt wegen den 2 Gilded Clover. Wegen den 2 Kleeblättern. Wenn es die nicht gäbe, dann würde ich es halt nicht zocken. Deswegen habe ich mir letztlich, war ich auf dem Testserver und habe geguckt. Einfach so, weil man guckt einfach mal auch so auf dem Testserver, weil die haben ja angekündigt, dass mit den nächsten Releases so was relativ Tolles kommen soll. Obwohl ich glaube eher mit 212 und 13 kommt aber Tolles. Da gucke ich dann immer öfters so drauf, was kommt denn da so Tolles, schön, oder ist schon was Neues, Tolles auf dem Testserver draufgeladen worden. Und dann habe ich einfach mal entdeckt, oh ja, guck mal, die vierte Challenge. Oh ja, da gibt's ja die Kleeblätter, oh juhu. Und dann habe ich angefangen, noch ein paar Perlen zu farmen. Hab dann wohl jetzt im Nachhinein wohl genug gefarmt. Mann, warum bin ich denn so müde? Ja, okay, ist schon Schlafenszeit. Gehe ich gleich direkt sofort pennen? Wahrscheinlich schon. Ja, eigentlich möchte jetzt hier mit dem Morgenstern, so mit dem Dingsbums, wer schon aufmerksam zugeguckt hat, bzw. auf meinen Kanal gesucht hat, ja, das WWE 2K-Dingsbums, das ist zurzeit nicht da. Das habe ich. Es war anfangs einfach nur verpennt und dann dachte ich mir so, nee. Warten wir noch ein bisschen, weil dann mache ich das nächste Woche. Aber jetzt ist so einfach komplett die Lust weg, weil Wrestling juckt mich gerade so dermaßen gar nicht. Weil ich die letzten paar Pay-per-Views nicht geguckt oder die letzten 20 Shows gefühlt nicht geguckt. Weil, ja, also, nö. Weißt du, das ist absolut uninteressant und das will ich nicht sehen, was da zurzeit passiert, weil das ist einfach nicht interessant. Ich meine, vielleicht sind da zwei Charaktere interessant, wo man dann so denkt, so, yay! Aber mehr ist dann, ich denke mir, ne, also so, mir jetzt 30 Stunden Wrestling zu geben, nur weil vielleicht ich zwei Leute davon relativ cool finde und dann so ab und zu mal, dann so vor diesen 30 Stunden vielleicht 2 Stunden enjoye, tue ich mir das nicht an. Was ich mir vielleicht noch antue, ist NXT TakeOver, weil die sind meistens immer echt mega gut. Beziehungsweise die vorherigen NXT-Folgen, die ich mir sogar diesmal Content, die ich geben wollte, aber dann irgendwie nicht getan habe, wieso auch immer. Wobei ich die ersten beiden oder ersten drei sogar geguckt hatte. Wobei die erste nach diesem einen Event da richtig scheiße war, weil es quasi nur eine Wiederholung war. Die danach war dann relativ cool mit dem, wobei es relativ billow war, dass schon wieder irgendwie das gleiche passierte ist. Wieder der Böse haut den anderen platt, damit der dann nicht antreten kann, wo ich mir denke so, also Gargano haut, nee, Ciampa haut Gargano auf die Schnauze und dann kann der Bildschirm wieder nicht wrestlen, wo ich mir denke so, das hatten wir doch jetzt schon die letzte, das war doch die letzte Fehde so. Aber ja, ich muss halt abwarten, bis ich das nachgeguckt habe, was ich sogar noch nachholen will. Ich wette, also ich sag mal so, die WWE, also die Raw und SmackDown-Ausgaben, die werde ich nicht nachholen. So wie damals die Raw-Ausgaben, die werde ich jetzt, die werde ich einfach nicht mehr nachholen, ne? Ich werde vielleicht das Pay-Per-View nachholen, falls dann wieder was Schönes, Tolles passiert, aber irgendwie so, nee, also es ist so langweilig und so belanglos und einfach nicht interessant. Weißt du, da kann ich mir lieber Netflix geben. Auch wenn es da zur Zeit echt zur Zeit ein Loch gibt, wo ich mir denke, so,
Jetzt ist gerade nichts da, was ich gucken kann. Ich meine, ich habe Hannibal gerade durchgeguckt. Mega geile Serie. Also ich empfehle die auch jedem, der Dexter gefeiert hat. Mega die geile Serie. Da muss ich einmal jetzt hier den Kamerad da auf jeden Fall danken, dass er die mir empfohlen hat. Und dann auch den allen in den Kommentaren geschrieben, ey, guck die dir mal an. Ich glaube, ohne die beiden, die gesagt haben, ja, jetzt guck dir doch mal, ey, geh mal das an, hätte ich mir wahrscheinlich nicht angeguckt, weil die relativ seltsam daherkommt, aber er hat sich auf jeden Fall mega gelohnt. Also dieses Psychospiel, dieses jetzt dicke Dasein, Alter. Das ist schon so richtig so Spannung, die die Luft zerbersten lässt. Echt nice. Einfach really nice. Very nice. Also eine Serie, die man echt wirklich empfehlen kann. Ich meine, jetzt gerade, wo ich das Loch erzählt habe mit Netflix, ist Loch nichts gerade zu gucken, weil ich schon die meisten Sachen geguckt hatte. Naja, jetzt ist gerade Luke Cage Staffel 2 raus. Ich meine, das ist jetzt nicht Top-Top-Serie, sondern aber ey, zumindest was zu gucken. Ich weiß, ich wollte mir dann eigentlich mal ein paar Horrorfilme angucken, hab mir dann die ersten so angeguckt und dachte mir so, beziehungsweise so guckt, was so auf Netflix da ist und denke mir so, warum ist eigentlich nur so Scheiße drauf? Weißt du, dann gibt's da mal was, wo ich mir denke so, oh, der könnte gut sein. Und dann merke ich so, ach nee, das ist ja die Abklatsch von dem Guten. Zum Beispiel Quarantäne. Das ist der Abklatsch von dem guten Rec-Film. Weißt du, und dann denke ich mir so, nee, dann guck sie lieber einen Rec-Film an. Also REC, REC, wenn man so quasi aufnimmt. Wo ich mir denke, so, das wäre schon cool. Wobei in Quarantäne eine Schauspielerin hier dabei ist, die in Dexter, die Schwester von Dexter gespielt hat, Deborah Morgan, die ich unglaublich genial finde, auch in Limitless. Allerdings Limitless auch so eine Serie ist, die ich nach 16 Folgen aufgehört habe. Und seitdem ich mir angeguckt habe, weil ich mir denke, so, boah, also das weiterzugucken, das ist so immer das Gleiche. Oh, ich nehme jetzt ein Stück Droge. Oh, ich hab jetzt ultra krass hier am Brain. Und dann habe ich alles gelöst und fertig. Wo ich mir denke, so, wow, also noch mehr nach Rezept jede Folge. Also, ich meine, da ist eigentlich mittlerweile auch keine Spannung oder überhaupt ein Interesse mehr, was weiterzugucken dabei. Denke ich mir so, ne. Also falls du irgendwann wirklich richtig Langeweile hast, kannst du die weiter gucken. Weil ich meine, zurzeit ist auch relativ viel YouTube dabei. Netflix versus PeteSmith bringt relativ viel Laberformate raus. Relativ viel langes Zeug, was man sich gönnen kann. Dann dadurch ist diese Langeweile eher weniger da. Und nebenbei spiele ich auch eine Menge Realm Royale, womit man quasi gar nicht Zeugs guckt. Mit die quasi Langeweile auch gekillt wird. Weil man da sich quasi auf die Sounds konzentrieren muss, damit man besser ist, vielleicht. Ja. Deswegen, ich denke, Limitless werde ich wahrscheinlich dieses Jahr nicht mehr zu Ende gucken. Vielleicht so im November, wenn ich zu Ende gucken. Auf jeden Fall werde ich jetzt erstmal Luke Cage Staffel 2, zumindest die erste Folge jetzt erstmal heute noch zu Ende gucken. Weil ich war gerade erst aufs Klo, erstmal richtig hart scheißen. Weil ich habe heute Mittag richtig fett scharfe, abartig scharfe, wie aus der Hölle, krasse Chili Dogs gegessen. Und jetzt habe ich gerade die Quittung dafür bekommen und oh, das hat so gebrannt. Ich musste mir jetzt erstmal 2 Stunden hinlegen, weil sitzen ging nicht mehr. Also so auf dem Bauch liegen und dann so leicht auf der Seite und boah, also es hat so gebrannt, Alter. Dieses Capsaicin, Hölle. Ja, ich würde mal sagen, das war's. Tschüss. Schaltet auch beim nächsten Mal wieder ein.